Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. In diesem Video geht es heute um die Frage, weshalb ist Darmkrebs eine der häufigsten Krebsarten in Deutschland? Man könnte es auch ausweiten auf Europa. Weshalb wird Darmkrebs immer mehr? Auch das kann man auf andere Krebsarten letztlich transferieren. Ich möchte dir heute Stück für Stück erklären, was der Darmkrebs ist, weshalb dieses Thema, welches sich dahinter verbirgt, immer mehr wird und weshalb natürlicherweise auch daraus andere sogenannte Darmerkrankungen entstehen. Seit 20 Jahren kümmert sich die Alternativmedizin um den Darm. Das heißt, der Darm steht im Zentrum des Körpers, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sich die anatomische Lage anschaut. Der Darm spiegelt demnach auch grundsätzlich die Gesundheit des Menschen wider. So sieht es zumindest die Alternativmedizin. Hierbei würde ich sagen, es ist und bleibt lediglich ein Teil des Körpers. Und hierbei gibt es, wie bei allen anderen Organen, einen ganz speziellen Ausdruck an Emotionen. Dieser Ausdruck, der dahinter steht, ist der Ärger. Ärger, Ärger, Ärger. Und wie viele Menschen haben Ärger tagtäglich über Monate, Jahre oder gar Jahrzehnte? Nahezu jeder. Deshalb kann es ja der Ärger nicht sein, sonst hätte ja jeder Mensch irgendwann einmal Darmkrebs. Hierbei möchte ich etwas erklären, was oft sehr missverstanden wird, vor allem wenn man sich vielleicht noch nicht so ausführlich mit der germanischen Heilkunde, mit den fünf biologischen Naturgesetzen auseinandergesetzt hat. Über dieses Thema habe ich auch bereits ein separates Video gemacht, in dem ich genau diese Thematik ausführlich erkläre. Denn hierbei geht es darum, dass jede sogenannte schulmedizinische Krankheit nichts anderes ist als ein Sonderprogramm. Und damit in dem Sinne nichts anderes als Krebs. Beim Krebs gibt es hierbei die Besonderheit, dass die Dauer, in der die Prozesse aktiv sind, beziehungsweise in der Heilungsphase sind, da diese sich nach der aktiven Phase richtet, besonders lange gehen. Das heißt, es ist lediglich ein Sonderprogramm, welches schon kein Sonderprogramm mehr ist, sondern ein Normalprogramm. Und genau da unterscheidet man zwischen Darmerkrankung oder Darmkrebs. Das heißt, es ist nichts anderes als ein und dasselbe Sonderprogramm, jedoch nicht mit der Intensität des jeweils dahinterliegenden Themas und nicht mit der Zeitdauer. Demnach erklärt sich auch von ganz alleine, weshalb die ganzen sogenannten Darmerkrankungen immer häufiger werden. Denn es wird ja auch der Darmkrebs immer häufiger. Wenn da Ärger dahinter steht, dann sollte man sich zunächst einmal fragen, was bedeutet es, sich zu ärgern? Wie entsteht denn Ärger überhaupt? Was ist Ärger? Hierbei ist es vor allem eine Emotion. Denn ein Kind, welches auf diese Welt kommt und das Leben lebt, wird sich ohne den Einfluss, ohne Erfahrung, ohne Situationen, die sich ergeben haben, niemals ärgern. Warum? Weil der Ärger immer an etwas gebunden ist. Das heißt, der Ärger bezieht sich immer auf die Persona, auf die Identität. Das heißt, mit dem ich mich identifiziere, kann theoretisch und praktisch natürlich auch dann den Ärger in mir auslösen. Klassischerweise, ich bin in der Arbeit, ich mache diese Arbeit seit 20 Jahren. Und aus dem Nichts, obwohl ich unglaublich gerne dort arbeite, kommt die fristlose Kündigung, weil mich jemand raushaben möchte, weil jemand einfach keine Lust mehr auf mich hat. Und das Erste, was ich mir denke, ist, das ist nicht gerecht. Denn beim Ärger spielt der Gerechtigkeitssinn eine ganz, ganz große Rolle. Was ist aber der Gerechtigkeitssinn? Hierbei geht es darum, dass ich Normen
und Werte habe und diese Normen und Werte quasi in Bezug auf Situationen immer und immer wieder abgleiche. Das heißt, ich schaue mir an, wie bin ich, wie habe ich mich verhalten oder natürlich andere Menschen, ist das gerecht? Wie wird es entschieden in einem selbst, ob es gerecht ist? Hierbei denken viele, dass sie rational entscheiden, dass es keine subjektive Entscheidung ist. Ja, das mag dann sein, wenn du dich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf das Recht beziehst. Aber nicht, wenn du daraus etwas Persönliches machst. Denn da schwingen immer Emotionen mit. Wie beispielsweise der Ärger. Denn der Ärger, der richtet sich zwar mitunter durch den Gerechtigkeitssinn an die Situation, der ist aber schon davor da. Denn der Ärger ist ja eine Emotion. Und diese Emotion, die muss ja erstmal entstanden sein in dir. Das heißt, hierbei sind es Situationen, die ich vorerlebt habe, in denen ich das für mich nicht annehmen wollte, nicht konnte und dementsprechend in dieser Situation mit Verbindung der Wut eine entsprechende Emotion aufbaue. Und aus der Wut wird dann der Ärger. Es kann natürlich auch eine entsprechende Trauer draus werden. Das hängt sehr stark davon ab, wie ich mich selbst sehe und wie ich mich identifiziere. Jemand, der sich ärgert, sieht sich selbst immer als gut an. Und das ist der große Unterschied. Denn jemand, der trauert, sieht sich selbst eher weniger als gut an. So entsteht die Unterscheidung, mal ganz oberflächlich formuliert. Das heißt, ich kann mich nur ärgern, wenn ich mich davor schon mal geärgert habe, beziehungsweise wenn ich davor wütend war und ich nicht das bekommen habe, was ich bekommen wollte, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich im Recht bin, beziehungsweise in meinem persönlichen Recht bin, und ich dadurch das auch bekommen sollte. Denn Gerechtigkeit muss ja überall herrschen. Sonst wären wir ja nicht da, wo wir sind. Das sind so Aussagen, Sätze, Sprüche, die auch diesbezüglich immer wieder fallen. Ohne Gerechtigkeit würde das ja alles nicht funktionieren. Aber wer entscheidet über Recht und Gerechtigkeit? Das wäre nochmal ein ganz separates Video wert. Werde ich vielleicht auch diesbezüglich machen. Was aber hierbei eine große Rolle spielt, ist eben nicht das faktische Recht, sondern das persönliche, emotionale Recht. Und wenn ich mich in diesem verletzt fühle, dann ärgere ich mich. Vor allem, weil ich ja eine Vorgeschichte damit habe. Das heißt, es geht hierbei beim Darmkrebs um den sogenannten Ärgerbrocken. Und dieser Ärgerbrocken, der muss ja irgendwie verdaut werden. Was brauche ich zur Verdauung? Entsprechende Verdauungssäfte. Das heißt, unter anderem werden diese durch die Darmzellen produziert. Was ist die logische Schlussfolgerung, wenn ich einen Ärgerbrocken verdauen möchte? Ich brauche mehr Verdauungssäfte, ich brauche mehr Darmzellen. Dementsprechend wächst in der konfliktaktiven Phase ein sogenanntes Adenokarzinom, wenn wir vom Dickdarmkrebs sprechen. Das heißt, wir haben mehr Darmflüssigkeit, mehr Verdauungsflüssigkeit, um diesen Ärgerbrocken zu verdauen. Das ist der Sinn und Zweck dessen, was abläuft. Dass das dann als entsprechender Krebs diagnostiziert wird, liegt erstens daran, dass die konfliktaktive Phase schon sehr, sehr lange gehen muss. Und zweitens, dass ich zu einem Arzt gegangen bin, der mir das bildgebend diagnostiziert. Denn erst ab einer gewissen Größe ist es überhaupt erst möglich, das zu diagnostizieren. Und das ist hierbei auch ganz essentiell. Denn so viele Menschen haben rein aus dem gleichen Prinzip hervorgehend immer wiederkehrend Darmkrebs. Sie merken es aber gar nicht.
Denn die konfliktaktive Phase ist schlichtweg einfach nicht lange genug, beziehungsweise es entsteht ein Kreislauf, der immer wiederkehrend zwischen der konfliktaktiven Phase und der Heilungsphase hin und her wechselt. Das nennt man dann auch hängende Heilung. Vor allem, wenn die Heilungsphase dann quasi den Hauptteil dieser zwei Phasen ausmacht. Oder eine hängende konfliktaktive Phase, wenn die aktive Phase mehr davon ausmacht. Und dann sind wir quasi in einem ganz normalen Darmerkrankungsprozess. Und das hört sich doch für die allermeisten schon wieder besser an als der Darmkrebs. Aber alleine diese Diagnose sorgt natürlich wiederum für Ärger. Denn das kann doch nicht sein, ich habe mich doch die letzten 15, 20 Jahre so gut ernährt. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich keine verarbeiteten Lebensmittel zu mir nehme. Ich habe immer geschaut, dass ich das beste Obst und Gemüse esse und so weiter und so fort. Hierbei wird ganz klar, dass Erwartungen und Vorstellungen einen ganz zentralen Punkt einnehmen, wenn es um Ärger geht. Das hat quasi auch etwas mit dem Gerechtigkeitssinn zu tun, da dieser sich ja quasi spiegelt auf andere Menschen. Denn dadurch entsteht ja der Vergleich. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Ich ernähre mich doch viel besser als alle Menschen, die ich in meinem Umfeld habe. Warum habe ich jetzt aber Darmkrebs? Ja, weil du der Mensch bist, der sich in deinem Umfeld am allermeisten über sich selbst ärgert. Und damit natürlich auch zwangsläufig über alle anderen Menschen. Und je mehr du dich ärgerst, je mehr du davon quasi aufbaust und wegdrückst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du natürlich dann auch dir eine entsprechende Diagnose beim Arzt abholst, dass du Darmkrebs hast. Und demnach ist auch ganz klar, weshalb das eine der häufigsten Krebsarten in Deutschland bzw. in Europa darstellt. Weil die Menschen immer mehr haben, worüber sie sich ärgern. Und hierbei steht dem Ganzen natürlich nochmals etwas im Hintergrund, nämlich eine Unzufriedenheit. Ich kann nur wütend werden, wenn ich unzufrieden bin. Das heißt, eine Unzufriedenheit muss zunächst einmal erst da sein. Was ist eine Unzufriedenheit? Ich bin nicht damit zufrieden, wie ich bin oder wie mein Leben läuft. Wie kann das entstehen? Aus dem Vergleich, aus den Vorstellungen und Erwartungen. Denn wenn diese nicht erfüllt werden, dann kann ich ja nicht zufrieden sein. Und ich sehe ja bei anderen, dass sie ein viel, viel schöneres und besseres Leben führen. Die Gesellschaft hat sich grundlegend so verändert, dass daraus immer mehr eine Vergleichsgesellschaft wurde. Und natürlich gibt es immer mehr Dinge im Außen, immer mehr Statussymbole, immer mehr Vergleichsmöglichkeiten. Deshalb auch wenig verwunderlich, dass der Darmkrebs quasi explodiert. Denn es reicht aus, dass wenn ich sehe, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und habe jetzt eine niedrige Rente und schaue mir an, dass gerade Menschen neben mir ein Haus gekauft haben und sich diesbezüglich jetzt nicht scheuen, auch noch dieses Haus komplett umzubauen und sich vielleicht auch noch ein neues Auto vor die Tür zu stellen, dann könnte mich das kränken, dann könnte mich das so verärgern, weil ich mich in Wirklichkeit über mich selbst ärgere. Weil ich davon ausgehe, dass ich es hätte besser machen können, dass ich es hätte anders machen können, dass ich jetzt nicht in dieser Situation bin. Und wenn ich mir dann auch noch die entsprechende Unterstützung anschaue, die quasi vom Staat nicht vorhanden ist, dann ärgere ich mich darüber genauso. Und diese Ärgerbrocken, die müssen halt verdaut werden. Und wenn ich die halt nicht verdaue, über Jahre, weil ich über Jahre hinweg genau das in mir herumtrage und niemals loswerde, na, dann bekomme ich halt mit Anfang 50, mit Mitte 60
Wenn ich dann mal wieder zu einer ganz klassischen Routineuntersuchung gehe, die Diagnose Dickdarmkrebs. Das ist aber überhaupt nicht verwunderlich, sondern das ist ganz normal. Denn wie soll denn der Körper diesen Ärgerbrocken loswerden? Der entsteht ja dort. Und dementsprechend muss er nach unten abgeleitet werden. Und dafür benötigt es mehr Verdauungssäfte. Und wenn ich das dann mal losgeworden bin, dann wird sich ja auch wieder alles zurückbilden. Aber dadurch, dass ja das Gewächs, das Adenokarzinom, bereits als großes Problem gesehen wird, statt als Unterstützung für den Körper, ist ja klar, dass dann natürlich dem Körper das genommen wird, was er extra aufgebaut hat, um dann entsprechend den Ärgerbrocken verdauen zu können. Denn dann wird operiert. Ich nehme also dem Körper das weg, was er extra produziert, um mich aus dieser Situation quasi herauszuholen, rein körperlich gesehen. Dass das natürlich nicht funktionieren kann und dass das wiederkommt, liegt in der Sache an sich verborgen. Denn wenn ich einen Kreislauf öffne und aus diesem Kreislauf etwas entnehme und davon ausgehe, dass dieser Kreislauf aufhört deswegen, dann habe ich noch nicht erkannt, dass das Leben immer in einem stetigen, sich ausgleichenden Kreislauf funktioniert. Deshalb sollte ich mir eher anschauen, wo kommt denn meine Unzufriedenheit her? Wann ist denn die entstanden? Und weshalb ärgere ich mich die ganze Zeit? Weil ich ärgere mich über mich selbst. Statt, dass ich erkenne, warum ich mich ärgere, um dann die Perspektive so zu wechseln, dass ich sehe, dass das Leben geschieht. Und dass, wenn ich denke, dass ich dort eingreifen muss und etwas verbessern, etwas verändern muss und es nun mal nicht so funktioniert, wie ich das gerne möchte, weil ich denke, dass ich der König meines eigenen Lebens bin, dann werde ich mich halt ärgern. Und wenn ich mich dann auch noch über die banalsten Dinge ärgere, dass andere mehr Materialismus leben dürfen als ich, dass andere mehr von etwas haben als ich, dass andere besser sind in etwas als ich, dann sollte ich erkennen, dass ich in mir selbst nicht im Ansatz irgendeinen Sicherheitsaspekt sehe. Denn die Sicherheit spielt hierbei natürlich auch eine große Rolle. Denn nur aus einer mangelnden Sicherheit bzw. einem mangelnden Vertrauen kann ich überhaupt erst in eine Unsicherheit kommen und damit auch in eine Unzufriedenheit. Und dementsprechend auch nicht verwunderlich, weshalb sogenannte chronische Darmerkrankungen entstehen. Natürlich werden die chronisch, denn es ist ja eine emotionale, sich herausbildende Verhaltensweise, die sich so immer und immer und immer und immer und immer wiederholt. Und was entsteht daraus? Konfliktaktive Phase, Heilungsphase. Konfliktaktive Phase, Heilungsphase. Und dann ist wenig verwunderlich, dass wir dann so etwas haben wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, mal hier was, mal da was, immer wiederkehrende Bauchschmerzen in der Heilungsphase beispielsweise und so weiter und so fort. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass das ja davor schon immer wiederkehrend auftritt. Und genau deshalb, weil ich diesen Prozess für mich da schon nicht erkennen kann und ich dementsprechend auch nicht die Symptome zuordnen kann, na dann gehe ich halt mal zum Arzt, weil der wird mir schon sagen, was ich habe. Und dadurch, dass das eben eine der häufigsten Krebsarten ist, habe ich natürlich bereits schon die Vermutung, dass ich eventuellen Darmkrebs haben könnte. Dadurch baut sich wieder eine Angst auf. Diese Angst führt natürlich nicht dazu, dass ich zufriedener werde, dass ich mich weniger vergleiche, dass ich weniger Ärger habe, sondern dass ich mehr Ärger habe. Und so dreht sich dann genau dieser Kreislauf stetig immer wiederkehrend. Und dann erklärt sich auch, weshalb natürlich auch vor allem ältere Menschen hierbei ein ganz großes Problem mit dem Ärger haben. Denn die jüngeren Menschen, die wissen oder nehmen zumindest an, dass sie an ihrem Leben noch sehr viel verändern können. An ihrer Situation vor allem. Ich kann mich hocharbeiten, dann habe ich mehr Geld als mein Nachbar und dann geht es mir besser.
Als ganz simples Beispiel. Aber derjenige, der mit 70 in seinem Haus sitzt und merkt, dass jetzt demnächst vielleicht mal Renovierungen anstehen würden oder dass zum Beispiel der Sohn, die Tochter von einem selbst gar nichts mehr wissen möchte, ja, da kann ich halt nicht mehr viel ändern. Denn ich bin ja alt, ich habe ja quasi das Leben rum. Da ist es viel, viel einfacher und bequemer, sich selbst zu sagen, ich kann daran nichts ändern. Meine Vorstellungen und Erwartungen und meine Unzufriedenheit, meine Verbittertheit bleibt die gleiche. Und ich habe ja nichts anderes mehr, also halte ich genau an dem fest. Und wenn das nicht funktioniert, na, dann ärgere ich mich halt. Veränderung findet immer in einem selber statt, niemals im Außen. Denn das Außen verändert sich durch das Innen. Und deshalb ist es dann natürlich auch ganz klar, weshalb dann genau Menschen in diesen Altersgruppen davon am häufigsten betroffen sind. Weil diese natürlich auch einen ganz anderen Blick auf ihr Leben haben. Denn es geht ja um den eigenen Ärger, um die eigene Unzufriedenheit, die sie dann in andere Spiegeln transportieren. Das heißt, möchtest du darmgesund sein, wie es immer wieder in der alternativen Medizin heißt, dann solltest du dich mit Wut, Ärger, der Unzufriedenheit gegenüber dir selbst und damit natürlich gegenüber anderen und deinem Leben und natürlich auch mit dem, auf was du es beziehst, auseinandersetzen. Denn langfristig wird es dich immer irgendwann mal treffen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Natürlich nicht im Sinne von Darmkrebs. Das heißt eine sehr, sehr lange Intensität und eben Zeitforderung, sondern immer wiederkehrende Darmprobleme. Und das kennen ja sehr, sehr viele Menschen. Denn wie viele Menschen haben einen regelmäßigen, gleichen Stuhlgang, nicht nur alle 3 Tage, bei deren Form es nicht so aussieht, als ob gerade da eine Pfütze unten rauskommt oder aber ein Stück Kohle? Ja, da gibt es sehr viele Menschen. Und bei allen Menschen, bei denen das nicht in einem Normalmaß stattfindet, die haben immer wieder mit Ärger zu tun. Und das kann man dann auch entsprechend sehen, wenn man sich mit dieser Thematik für sich selbst auseinandersetzt. Da braucht es keine Brille, da braucht es einfach nur die Ehrlichkeit zu sich selbst. Dann kann man das sehr, sehr gut sehen. Vor allem auch in der Reaktion gegenüber anderen Menschen, in ganz bestimmten Situationen, in denen der Ärger immer wieder da ist. Und dieser Ärger, der wird dann aber immer wieder auch geschluckt. Denn den kann ich ja nicht rauslassen. Das führt ja zu nichts. Das führt nur dazu, dass es mir natürlich dann immer schlechter geht, weil mit Ärger vergraule ich Menschen. Ja, aber dass man dann vielleicht mal reflektiert, ob dieser Ärger vielleicht auch mit diesem Menschen gar nichts zu tun hat und es demnach auch nicht rechtens wäre, nach dem folglichen Gerechtigkeitssinn, den ich selbst innehabe und deswegen überhaupt den Ärger entwickelt habe, dem Ganzen das auch Ausdruck zu verleihen bzw. dem Menschen das wiederzugeben oder weiterzugeben. Da gibt es natürlich sehr viele Aspekte, die diesbezüglich zu Ärger führen. Und ich habe natürlich nur einige aufgegriffen, die vor allem in unserer Gesellschaft mittlerweile so präsent sind, dass sehr viele Menschen davon betroffen sind, sodass es sich auch dadurch erklärt, weshalb die Häufigkeit immer mehr wird und weshalb grundsätzlich das Thema Darm so sehr im Vordergrund steht. Denn es ärgern sich so viele Menschen. Viel mehr Menschen ärgern sich über irgendwas, als dass sie sich über irgendetwas freuen. Und das sollte vielleicht auch dir zu denken geben. In dem Sinne würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du diesbezüglich vielleicht schon Erfahrungen gemacht hast in der eigenen Familie, bei dir selbst. Und kannst du das so auf dich beziehen, wenn du selbst betroffen bist oder auf Bekannte, Freunde, Familie? Würde mich sehr interessieren, was du zu diesem Thema beizutragen hast. Wenn du das hast, dann schreib es mir doch bitte in die Kommentarsektion unter dem Video, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich dementsprechend weitergebracht hat, dann würde ich mich an dieser Stelle über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die davon, wie gesagt, betroffen sind oder die vielleicht jährlich Vorsorgeuntersuchungen aufsuchen und denken,
dass Sie damit in irgendeiner Art und Weise etwas verhindern können, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neu hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.